ganz herzlichen Dank, dass wir hier beitragen dürfen an diese Jubiläumsveranstaltung. Das freut uns sehr. Bevor ich dem Christian Hoffmann dann das Mikrofon übergebe und den Bildschirm, um die Ergebnisse unseres Corporate Reporting Monitors zu besprechen und wo wir da stehen, erlauben Sie mir bitte ganz kurz zwei Worte zu sagen zum Center for Corporate Reporting. Wir sind, und das sage ich jetzt sehr ambitioniert, das mitgliederbasierte Kompetenzzentrum für Unternehmensberichterstattung in Zürich basiert. Und wir verfolgen den Anspruch, die Effizienz, Qualität, Wirkung des Reportings zu erhöhen für unsere Mitglieder durch teilweise individuellen Support, durch Peer-to-Peer-Learning oder im Dialog mit Experten und der akademischen Welt. Lassen Sie mich noch ganz kurz sagen, in knapp zwei Wochen haben wir unser jährliches Flagship-Event, tatsächlich hybrid. Wir dürfen also auch physisch mit einer begrenzten Zahl Leuten vor Ort sein, aber es ist auch online. Und das Motto in diesem Jahr wird sein Navigating the Stakeholder Jungle, echter schweizerdeutscher Titel. Herr Hoffmann, man sieht Ihre Folie nicht, falls Sie gerade einen teilen. Ah, hier. Ja, ich mache mal weiter. Ich kann auch ohne die Folien leben. Das wird dann für Christian wichtig sein, wenn er die Ergebnisse besprechen will. Wir haben in der Schweiz in unserem CCR etwas mehr als 60 Mitglieder. Die meisten sind Unternehmen, die in der Schweiz beheimatet sind, einige in Deutschland. Sollte also jetzt bei Ihnen aus Österreich der unbändige Wunsch bestehen, Mitglied zu werden, dann sehr gerne melden Sie sich bei mir persönlich oder über unsere Webseite. Wir können es noch nicht sehen, Christian, aber ich mache trotzdem weiter. Monika Kovarova hat erwähnt, wir haben natürlich Forschungspartner. Das ist das Institut für Finanzmarktkommunikation von Christian Hoffmann und die Fachhochschule St. Pölten. Wir haben Kooperationspartner für diese Studie, Deloitte in der Schweiz. Und wir haben Studienpartner, das sind FS Parker, MDD, Neidhardt Schön und Supertext. So, das war jetzt mein Werbeblock für das CCR und für den Corporate Reporting Monitor, der meiner Meinung nach im deutschsprachigen Raum einzigartig ist, die einzige Übersicht, wo wir auch vor allem auf die Prozesse eingehen, auf Strategien, auf Zusammenhänge mit Kommunikationsstrategien, auf Erfolgsmessung und alle diese Dinge. Jetzt möchte ich gerne an Christian übergeben, damit er uns mit den Ergebnissen vertraut macht. Dann ja. Vielen Dank für die Einführung. Ich glaube, die Agenda muss ich nicht lange vorstellen. Wir sind ja schon mittendrin. Also genau. Wie gesagt, mein Ziel ist es, ein paar Einblicke zu geben in die letztjährige Erhebung zum Corporate Reporting Monitor, was die zweite Durchführung dieser Befragungsstudie war. Im Moment läuft die dritte Welle. Also wenn Sie von uns eine E-Mail von Frau Kovarova oder mir eine E-Mail bekommen haben, teilzunehmen, freuen wir uns sehr. Die Umfrage ist immer noch im Feld, also klicken Sie gerne auf den Link und beantworten uns auch dieses Jahr ein paar Fragen, damit wir die Zeitreihen fortsetzen können, die ich gleich zeigen werde. Im letzten Jahr hatten wir 77 Teilnehmer von den Emittenten. Wir haben da vor allem die größeren, muss man sagen, börsennotierten Emittenten angeschrieben, überwiegend Repräsentantinnen der Investor Relations, die hier teilgenommen haben. Wir hatten auch 12 Teilnehmer aus Österreich. Vielen Dank, falls Sie darunter waren. Und letztes Jahr haben wir erstmals auch Expertinnen und Experten mehr aus dem Dienstleistungsbereich gebeten, einige Thesen zu beurteilen. Da werde ich jetzt nicht allzu viel zeigen können heute aufgrund der Kürze der Zeit. Aber auch das versuchen wir dieses Jahr wieder mit etwas anderen Thesen. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Ergänzung und Bereicherung der Perspektive der Corporates. Bei den Ergebnis-Highlights, die ich jetzt für heute herausgesucht habe, habe ich auch ein bisschen nachgedacht eben über das Thema des Symposiums, Data-Driven. Das klingt auch ein bisschen natürlich nach Digitalisierung, das klingt ein bisschen nach XBRL und so weiter. Also wird das Corporate Reporting sozusagen quasi automatisiert, datengetrieben, wird es intelligenter? Das hängt natürlich auch davon ab, was die Emittenten eigentlich überhaupt erreichen wollen mit ihren Unternehmensberichten. Und das ist eine Frage, die wir jetzt jedes Jahr gestellt haben. Und an erster Stelle, vielleicht wenig überraschend, steht da die Erfüllung der Publikationspflichten. An zweiter Stelle kommt die Erklärung des Geschäftsmodells und der Unternehmensstrategie. Da sind Daten sicherlich hilfreich. Das alleine in Daten darzustellen, ist vermutlich herausfordernd.
Das Aufsteigerthema, das wird Sie auch nicht überraschen, jetzt auch im letzten Jahr war vor allem das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist schon ein ganz interessanter Aspekt, weil hier dann die Frage auch aufkommt, welche Daten sind das eigentlich, die wir hier vermitteln in der Berichterstattung und welche Qualität, welche Vergleichbarkeit haben diese Daten auch. Wir sehen aber auch, dass es nach wie vor Kommunikationsziele gibt, die mit dem Geschäftsbericht, mit dem Unternehmensbericht verbunden sind. Letztes Jahr erstmals hatten wir gefragt, ob auch der Dialog, der Austausch mit den Stakeholdern ein Ziel ist. Und das ist auch durchaus aus eher bedeutend gewichtet worden, die Pflege des Unternehmens, Images und so weiter. Also es geht den Emittenten durchaus nicht nur darum, jetzt die brandheißen aktuellen Daten sozusagen möglichst schnell übermitteln zu können an die Financial Community. Und das liegt auch daran, dass eben nicht nur die Financial Community im Sinne von Investoren, vor allem institutionellen Investoren, Abnehmer sind der Unternehmensberichterstattung. Also dies schon und auch in erster Linie, wie man hier sehen kann, sind die Analysten und die institutionellen Investoren in unserer letztjährigen Befragung und in der Befragung 2019 an erster bzw. zweiter Stelle. Die Stimmrechtsberater, die Proxy Advisors sind auch eine sehr wichtige Zielgruppe. Der Regulator natürlich, nachdem ja die Erfüllung der Publikationspflichten ein zentrales Ziel ist. Aber auch hier sieht man, dass, wenn man den Blick erweitert, dass dann kein dramatischer Abbruch zu beobachten ist, sondern es gibt sozusagen einfach so sukzessive ein Feld an Abnehmerinnen und Abnehmern, die dann etwas weniger bedeutsam werden, aber schon immer noch auch als eher bedeutsam eingeordnet werden, wie eben Mitarbeitende beispielsweise, potenzielle Mitarbeitende, Medien, Journalisten und so weiter. Also man sieht eben auch hier, dass das Zielgruppenfeld sozusagen durchaus divers ist und hier eben ein Blick auf die Expertenbefragung. Bei der Frage, ob der Geschäftsbericht sich zunehmend fokussiert auf den Kapitalmarkt, wird also ein guter Geschäftsbericht in 3 Jahren vor allem auf den Kapitalmarkt ausgerichtet sein. Da zeigen sich die Expertinnen und Experten eben auch entsprechend sehr ambivalent und viele lehnen diese These ab. 13% lehnen sie sozusagen komplett ab. Aber umgekehrt, wenn man fragt, wird in 3 Jahren ein guter Geschäftsbericht eine breite, interessierte Öffentlichkeit ansprechen, Kunden, Mitarbeitende, NGOs, da sehen wir eben eine überwiegende Zustimmung. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir über Data-Driven Reporting und so weiter, über Digitalisierung, Automatisierung und so weiter nachdenken. Das ist sicherlich ein relevantes Thema, ein Thema, das für die Financial Community im engeren Sinne, für die professionellen Kapitalmarktteilnehmer sehr spannend ist, aber der Geschäftsbericht ist eben mehr als das. Das, was ich gerade vorgestellt habe, impliziert so ein bisschen, dass die Emittenten tatsächlich eine relativ klare Vorstellung haben, wen sie adressieren möchten mit ihrem Geschäftsbericht. Da können wir aber basierend auf unseren Daten ein Fragezeichen dran hängen, denn wir haben auch gefragt, gibt es denn eigentlich bei Ihnen so etwas wie eine klar definierte, formal definierte Reporting-Strategie? Also eben, wen möchte man erreichen, was ist das Ziel und so weiter? Gibt es vielleicht sowas wie Erfolgsindikatoren sogar für einen erfolgreichen Geschäftsbericht? Und da muss man sagen, sehr viele sagen, nein, das gibt es bei uns nicht. Aber im letzten Jahr immerhin haben wir jetzt 16% gehabt, die sagen, wir arbeiten an so einer Strategie. Wir möchten durchaus eine solche Strategie für das Corporate Reporting haben. Und wiederum 39% sagten, ja, bei uns gibt es eine formal definierte Reporting-Strategie. Aber das heißt, es gibt eben doch noch relativ viele Emittenten, die vermutlich ein bisschen so aus der Tradition heraus ihre Berichte generieren und nicht, weil eine sehr klare Vorstellung existiert, wer hier eigentlich mit welchem Ziel erreicht werden soll. Und das sieht man auch dann, wenn man sich die Evaluation des Corporate Reporting anschaut. Hier sehen wir eine relativ starke Orientierung an qualitativen Feedback-Mechanismen. Also man bekommt positive Rückmeldungen aus den Zielgruppen, man bekommt hier und da mal ein Kompliment. Es gibt ein paar so Effizienzgesichtspunkte. Was hat es gekostet? Logischerweise konnte man die Inhalte, die man für den Bericht erstellt hat, vielleicht zweitnutzen für die Online-Kommunikation oder was auch immer. Man guckt sich auch Download-Zahlen an und so. Aber das ist schon eher ein relativ grobes Instrumentarium, das hier verwendet wird. Und das spricht eben auch dafür, dass bei vielen Emittenten keine sehr klar definierte Reporting-Strategie vorliegt, weil eine Reporting-Strategie beinhaltet halt eben auch immer die Evaluation. Dennoch, wenn wir über Data-Driven Reporting nachdenken, wie gesagt, das klingt sehr nach Digitalisierung. Und in der Hinsicht würde ich sagen, sind unsere Ergebnisse durchaus mutmachend. Also wir sehen sehr stark, dass
Unternehmen sich erstens von Print sozusagen wegentwickeln. Das war im letzten Jahr von 2019 auf 2020 schon ein deutlicher Schritt. Wir sehen das im Moment auch bei einer inhaltsanalytischen Studie, die wir im Moment durchführen, dass halt immer weniger Unternehmen noch Printberichte anbieten. Die dominante Form der Berichterstattung ist allerdings das PDF. Das ist zwar digital, aber jetzt, wenn man über Data-Driven Reporting nachdenkt, ja nicht unbedingt das Format, das wir da vielleicht als erstes im Kopf haben. Online First ist immer noch ein Minderheitenansatz, muss man sagen, in der Praxis, auch wenn wir da, wie gesagt, letztes Jahr eine Zunahme sehen. Aber also wir sehen, grob gesagt, eine positive Entwicklung im Bereich der Digitalisierung, aber das verharrt immer noch relativ stark im relativ geschlossenen, statischen PDF-Format. Und eben, ich hatte schon erwähnt, ein Format, das uns natürlich besonders interessiert in dem Zusammenhang ist, basierend auf der ESMA-Anforderung XBRL oder XHTML. Da hatten wir letztes Jahr eben gefragt, welchen Ansatz verfolgen die Emittenten, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das sogenannte Built-in oder Bolt-on, also versucht man sozusagen, beauftragt man mal Dienstleister, die den Bericht dann quasi taggen, oder arbeitet man mit einer integrierten Plattform, auf der das selbst sozusagen durchgeführt werden kann. Letztes Jahr konnten wir sehen, gab es doch noch relativ viele, 23%, die sich noch nicht entschieden hatten, wie sie das machen wollen, und unsere Inhaltsanalyse, die wir jetzt gerade abschließen für dieses Jahr, zeigt auch, dass auf den wenigsten Corporate-Websites oder Online-Berichten tatsächlich eine XBRL-Datei schon zur Verfügung gestellt wird. Also das ist noch sehr im Schwange, sage ich jetzt mal, und entsprechend waren auch die Expertinnen und Experten sich nicht so ganz klar darüber, wie maßgeblich XBRL, sage ich jetzt mal, die Reporting-Landschaft wirklich prägen wird. Also zum Beispiel die These, in 3 Jahren haben die meisten Unternehmen die Standardtaxonomie mit eigenen individuellen XBRL-Elementen ergänzt. Gab es ungefähr ein Drittel, die gesagt haben, ja, das wird vermutlich so sein. Aber es gab auch einige, die sagen, wahrscheinlich eher nicht. Und die unterste These, Nutzung von XBRL für das Reporting wird dazu führen, dass der Geschäftsbericht schlanker wird und sich mehr auf den Kapitalmarkt, auf die Kapitalmarktprofis fokussiert, auch da eine sehr ambivalente Haltung. Also man hat auch gesehen, die Expertinnen und Experten taten sich ein bisschen schwer einzuschätzen, ob jetzt XBRL wirklich irgendwie fundamental verändern wird, wie das Reporting durchgeführt wird. Und ein letzter Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte, bevor wir in die Diskussion starten, ist eben das Thema Nachhaltigkeit, weil ich glaube, das ist ein Thema, das fast jeden Berichtsverantwortlichen derzeit umtreibt. Nicht zuletzt eben, weil doch noch immer zum Teil relativ unklar ist, was die Standards sind, an denen man sich orientieren soll, auf welche der Sustainability Ratings man achten sollte, wo man wie viel Ressourcen investieren sollte, um diese Fragebögen auszufüllen und so weiter. Aber oft fehlt auch noch ein bisschen die Klarheit, was denn eigentlich die Abnehmer eigentlich wollen. Und da, wie so oft, sehen wir in auch qualitativen Studien so ein Henne-Ei-Problem. Wenn wir mit Investorinnen und Investoren sprechen, dann sagen die uns oft, naja, das sollen die Unternehmen uns doch sagen. Die Unternehmen sollen uns sagen, was ihre materiellen ESG-Daten sind. Und die Emittenten sagen wiederum, naja, die Investoren sollen uns sagen, welche ESG-Daten sie gerne von uns wissen wollen. Ein Aspekt, wir haben relativ viele Fragen gestellt zum Thema Nachhaltigkeit-Reporting letztes Jahr. Eine meiner Lieblingsfolien aus der Auswertung ist diese hier, auch wenn sie ein bisschen kleinteilig ist, aber ich bezeichne das so ein bisschen als eine Qualitätskaskade, die wir festgestellt haben. Also wir fragen links oben, haben Sie in Ihrem Unternehmen die für Sie materiellen ESG-Themen definiert? Und da sagen 71%, ja, das haben wir getan. Also schon mal eine wunderbare Voraussetzung für ein qualitativ hochwertiges Nachhaltigkeitsreporting. Dann rechts oben war dann die Frage, gibt es so etwas wie langfristige Zielsetzungen für diese materiellen ESG-Themen? Und da sehen Sie, da sind schon nur noch 57%, die sagen, ja, wir haben uns auch Ziele gesetzt für diese ESG-Indikatoren. Und dann links unten dann die Frage, gibt es so etwas wie einen Progress Report? Also berichten Sie, wie Ihr Fortschritt sozusagen ist auf dem Weg im Hinblick auf diese Ziele. Das kann natürlich nur ein Subset der Unternehmen sein, die überhaupt Ziele haben. Und entsprechend sind es dann nur noch 55%, die sagen, ja, das haben wir. Und dann schließlich die Frage, gibt es auch so etwas wie eine Prognose für Ihre ESG-Themen? Und da sind es dann tatsächlich nur noch 32%, die sagen, ja, das bieten wir in unserem Reporting an. Also insofern sieht man, es sind erste Schritte gegangen, um eine qualitativ hochwertige Bereitstellung von ESG-Daten an den Kapitalmarkt zu ermöglichen, indem man sich eben mal Gedanken macht über sein Geschäftsmodell und über materielle ESG-Themen. Aber dann in der Umsetzung in Form der
der angebotenen Daten, da hakt es dann doch noch relativ oft. Wir haben entsprechend auch gefragt, und das ist, glaube ich, ein sehr guter Indikator für die Frage, was wird wirklich gemessen und gelebt in der Organisation? Erstens, ist Nachhaltigkeit in der Strategie des Unternehmens verankert? Da sagen ungefähr 2/3 der Befragten ja. Auch hier erstmal ein erfreulicher Befund vielleicht. Aber dann die Frage, ist die ESG-Performance Bestandteil der Vorstandsvergütung? Da sagen 55% der Befragten nein. Und wir wissen ja alle, what gets measured gets done. Also natürlich ist das, was gemessen wird und woran eben auch der Erfolg gemessen wird, auch der Erfolg einer Unternehmensleitung, ist natürlich absolut zentral dafür, wie das Unternehmen dann tatsächlich gesteuert wird. Und da kommen wir, glaube ich, genau zu dem Punkt, dass dann eben die Abnehmer, die Investorinnen und Investoren sagen, ja, die Unternehmen müssen uns glaubhaft erklären, was aus deren Sicht eben die materiellen ESG-Daten sind. Und wenn sich der Vorstand nicht an ESG-Daten messen lässt, sendet das Unternehmen natürlich das Signal, dass diese Daten tatsächlich nicht so materiell sein können für das Geschäftsmodell. Wie gesagt, ein relativ kurzer Überblick jetzt erstmal über einige Daten. Sie finden weitere Informationen auch auf der Website des Center for Corporate Reporting. Und wie gesagt, Sie finden im Zweifelsfall eine E-Mail zu einer Einladung zur Teilnahme in Ihrer Inbox. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn Sie teilnehmen, damit wir nächstes Jahr dann spannende aktuelle Daten zeigen können. Letzter Satz noch. Dieses Jahr ist unser Schwerpunktthema, wie das Corporate Reporting in turbulenten Zeiten, die wir halt derzeit erleben, mit dem Megatrend Digitalisierung, Nachhaltigkeit, aber natürlich auch solchen Themen wie Covid, Orientierung, Vertrauen und Sicherheit stiften kann. Und dazu wollen wir jetzt gerne noch kurz diskutieren, bevor wir dann auf Ihre Fragen eingehen. Thomas, ich übergebe wieder an dich. Ja, vielen Dank, Christian. Wie gesagt, wir sind offen für Fragen und bevor die ersten eintreffen oder sich da trauen, eine Frage zu stellen, nochmal kurz zurück auf die letzten Ergebnisse. Was uns ja ein bisschen erschreckt hat, ist, ich sag mal, der Mangel an einer Strategie, wenn es um die Berichterstattung geht. Und Berichterstattung ist ja eine Aktivität, die durchaus auch Aufwand und Ressourcen braucht. Und das war schon ein bisschen eine Überraschung, dass nur so wenige gesagt haben, ja, wir haben eine klare Strategie, was wir damit wollen und dann auch, wie wir den Erfolg messen. Das ist uns ja beiden so gegangen. Und dann noch die Verbindung wäre ja auch, dass man sagen kann, Berichterstattung sollte ja auch irgendwie verbunden sein mit der Kommunikationsstrategie ganz generell. Und ich glaube, da gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. Oder was ist deine Meinung da dazu? Ja, das hatte ich jetzt gar nicht gezeigt, aber das hatten wir tatsächlich auch gefragt. Wenn es so etwas wie eine Reporting-Strategie gibt, ist die eigentlich abgestimmt mit der Kommunikationsstrategie des Unternehmens? Und das ist tatsächlich auch nur bei einem begrenzten Teil der befragten Unternehmen der Fall. Und das widerspricht sich ein bisschen mit dem Umstand, dass doch mit dem Unternehmensreport offensichtlich eine relativ breite Zielgruppe adressiert werden soll und auch ein relativ breites Zielset verfolgt wird, wie eben Vertrauen stiften, Imagepflege und so weiter. Das sind ja eindeutig Kommunikationsziele und das spräche doch dafür, dass der Geschäftsbericht auch mit der Kommunikationsstrategie abgestimmt wird. Das wird sicherlich unterschiedlich gehandhabt bei den Emittenten, hängt auch davon ab, welche Abteilung verantwortlich ist für den Bericht, ob die Verantwortung bei der IR-Abteilung oder bei der Unternehmenskommunikation liegt. Aber insofern muss jetzt die Reporting-Strategie aus meiner Sicht nicht unbedingt der Kommunikationsstrategie unterstellt sein. Aber so etwas wie eine Abstimmung wäre doch sicherlich hilfreich. Also wir sehen ja zum Teil Konzepte wie Newsroom-Konzepte, wo man dann dahinterliegend eigentlich die Themen sich mal überlegt und gewichtet und dann alle möglichen Kanäle bespielt. Und einer der möglichen Kanäle ist ja die Geschäftsberichterstattung, sage ich mal. Ja, wir haben auch eine Kurzstudie, das basiert auf einer Abschlussarbeit bei uns, erstellt über die Frage, welche Governance-Modelle kann es denn geben, um die Reporting-Strategie mit der Kommunikationsstrategie abzustimmen. Das ist auch bei euch mit veröffentlicht worden, bei einer Reporting-Insight, die ihr veröffentlicht habt. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, mit dem sich viele Unternehmen auch beschäftigen. Ja. Aber kommen wir jetzt in den neuen Zyklus. Also du hast gesagt, wir wollen ja ein bisschen den Schwerpunkt haben, Vertrauen in unsicheren Zeiten, in der diesjährigen Umfrage. Und da fragen wir ja ab, wie wird denn vielleicht, werden die Schwerpunkte anders gesetzt? Was wird wichtiger jetzt in einer solchen Pandemiezeit, wo sehr viel Unsicherheit herrscht, wo die Leute von zu Hause arbeiten, wo vielleicht auch gewisse Geschäfte
in der Krise stecken und mit dem Überleben kämpfen. Was hat das für einen Einfluss auf eure Inhalte in der Berichterstattung, aber auch für die Art und Weise, wie ihr damit umgeht? Werden gewisse Prozesse oder Schritte plötzlich viel wichtiger oder viel unwichtiger? Oder sehen wir da Verschiebungen? Ich möchte nochmal betonen, wir sind offen für Fragen. Ich sehe noch niemanden, der seine Kamera jetzt eingeschaltet hätte. Und im Chat sehe ich auch nichts. Monika, wenn du was siehst, bitte lass uns wissen, wenn jemand eine Frage stellt. Ja? Vielleicht kannst du so ein bisschen antizipieren. Du warst ja bei einigen Gesprächen schon dabei, da wo wir vertiefte Interviews machen mit Unternehmen, was du da rausgehört hast, ohne schon jetzt unsere Ergebnisse, die dann im September vorliegen werden, voll vorwegzunehmen. Ja, also was ich gehört hatte, ist, wir hatten einige Fragen gestellt in Richtung Assurance zum Beispiel, ob mehr investiert wird in die Prüfung, zum Beispiel nicht obligatorisch zu prüfender Berichtsteile. Da habe ich jetzt bisher eher zurückhaltende Antworten bekommen. Die Antworten, die wir bisher gesehen haben, gingen eher in eine qualitative Richtung, dass man das Geschäftsmodell besser erklären will, dass man insbesondere auch im Kontext der Thema nicht finanzielle Faktoren besser erklären möchte, wie die einzahlen auf den Erfolg des Unternehmens. Und ich habe den Eindruck, dass das Thema Prognose auch eines ist, an dem sehr gearbeitet wird. Also dass man sich dann doch traut, so etwas wie eine Guidance rauszugeben, eine Prognose abzugeben, auch wenn das natürlich mit hohen Unsicherheiten verbunden ist. Aber das ist sicherlich auch eine vertrauensstiftende Maßnahme, weil man eben damit zeigt, dass man an sein Geschäftsmodell glaubt und an die Tragfähigkeit, langfristige Tragfähigkeit des Geschäftsmodells glaubt. Aber das finde ich im Kontext des Symposiumsthema wieder data-driven ganz interessant, dass es doch viele so qualitative Ansätze gibt, um vertrauensstiftend zu wirken. Ja, also es ist ja einleuchtend, dass jetzt Überprüfung oder Assurance natürlich dazu beiträgt und vielleicht höher gewichtet wird. Und jetzt kommt natürlich wahrscheinlich vielen der Regulator hier noch zu Hilfe. Wenn das dann ein quasi verbindlicher Teil wird der Corporate Sustainability Reporting Directive in der EU, dann hat man ja da gar keine Wahl mehr. Dann wird es so sein, dass man das überprüfen lassen muss. Und das hat dann natürlich wieder Auswirkungen darauf, auf, dass man die Qualität dieser Prozesse und die zeitlichen Abläufe und so weiter auch im Griff haben muss. Und wahrscheinlich werden da dann Verbesserungen notwendig sein, um das überhaupt überprüfbar machen zu können. Ja. Eine Frage haben wir jetzt. Ja. Herr Berkowitsch, Sie können es gleich in den Raum stellen. Sie haben die Hand. Ja, bitte. Ja. Nämlich in Bezug zur Reporting-Strategie, gibt es da industrielle Unterschiede, also zur Qualität und im Allgemeinen zum Ansatz? Gibt es da Leute, gibt es da gewisse Industrien, die anhand ihrer Kultur und vielleicht auch einfach nur anhand ihres Up-to-Dateness unter Anführungszeichen da viel schneller adaptieren als andere? Also wir konnten jetzt keine Branchenunterschiede feststellen. Mir scheint es eher ein Thema der Größenordnung zu sein, also dass größere Unternehmen, die komplexere Strukturen aufweisen, eher die Notwendigkeit haben, sich irgendwie abzustimmen und dabei etwas formeller vorgehen als kleine. Wenn Sie ein kleines Team haben mit 3-4 Leuten, die für die Kommunikation verantwortlich ist, die sitzen irgendwie im selben Raum, zumindest in der Vergangenheit, und können sich dann mal schnell auf Zuruf irgendwie abstimmen. Aber je größer die Teams sind und auch, ich glaube, das Thema integrierte Berichterstattung spielt sicherlich auch eine Rolle, weil dadurch wird natürlich der Tisch noch mal größer. Die diversen Abteilungen und Funktionen, die dann involviert werden in den Reporting-Prozess. Und das macht eine formellere Abstimmung dann eher notwendig. Ich würde auch sagen, es kommt darauf an, welche Prioritäten man setzt. Wenn ich natürlich sage, für mich ist die Erfüllung der Berichtspflicht das Wichtigste, dann kümmere ich mich vielleicht wenig drum um die Definition, was ist ein erfolgreicher Bericht und wie messe ich überhaupt, ob ich Erfolg gehabt habe damit. Und dann ist es eine Übung, die ich mit möglichst wenig Aufwand über die Bühne bringen will. Das ist das eine Extrem. Das andere ist, wenn ich sage, integrierte Berichterstattung zum Beispiel, wo ich eben ganz andere Ziele und andere Zielgruppen noch erreichen will, insbesondere auch internen Nutzen stiften will, auf einer strategischen Ebene der besseren Entscheidungsfindung. Und dann bewege ich mich in einer ganz anderen Welt. Und da hängt es darauf
davon ab, welche Ambition habe ich als Unternehmen. Und wie der Christian gesagt hat, da haben wir jetzt irgendwie sektorspezifisch nichts herausdestillieren können. Das ist eher eine individuelle Frage von, ich sag mal, von Leadership, von Führungspersonen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Ich würde das gleich aufgreifen zum zwei Punkte im Wesentlichen. Und das wurde auch in der Diskussion zwischen Christoph Boschan und Harald Hagenauer erläutert, wie glaubwürdig ist man in der Kommunikation. Wir haben es da auch in der Strategie gesehen. Wie viel Glaubwürdigkeit kann man tatsächlich gewinnen, wenn man eben das, was du, Thomas, erwähnt hast, nur quasi versucht, den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Und wir haben bei dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit letztes Jahr gesehen, dass die erfolgreichen Unternehmer, die wir da interviewt haben, sich dadurch ausgezeichnet haben, dass das quasi zum Kerngeschäft dazugehört. Man denkt nachhaltig und bringt das quasi auf der Reporting-Schiene noch einmal auf einem bestimmten gesetzlich vorgesehenen Level rüber und nicht sozusagen the other way around. Und wir sehen auch in der Praxis, dass es viele Unternehmen gibt, wo genau diese zwei Schienen nicht koordiniert sind, wo das Management etwas anderes sagt als der Report, nicht wirklich, sage ich jetzt einmal, das große Vertrauen erzeugen.